Und es geht wieder weiter mit einer Boruto-Chapter-Analyse 77. Die Zeit rückt heran. Das Chapter beginnt da, wo das andere aufgehört hat. Kawaki ist halt immer noch sauer. Er meint, er spürt Momoshiki, er fragt, was Momoshiki vorhat und warum auch immer. Boruto verheimlicht ihm das und sagt, Momoshiki ist nicht hier, was hast du, bla bla. Kawaki regt sich halt auf, dann ist er so angepisst und verlässt einfach seine Mission. Und ja, Boruto findet das natürlich nicht richtig. Ada will dann auch das Haus verlassen und er sagt, das ist auch nicht richtig, weil sie ja keine Ausgeherlaubnis hat. Daraufhin sagt Shikamaru erstmal, dass sie nicht wissen, wo Kawaki ist, weil er ja einfach so sein Chakra abstellen kann. Nur Boruto kann ihn natürlich spüren, es ist total plotmäßig. Weil, im Ernst, selbst wenn er in der Lage ist, sein Chakra abzustellen, was ja auch in Naruto selber nur die wenigsten konnten, also theoretisch fällt mir gerade nur Karin ein, die das konnte, da muss ich doch ehrlich fragen, was ist denn zum Beispiel mit einem Inosuka? Die haben ja einen super guten Geruchssinn, da ist doch scheißegal, ob man das Chakra abstellt oder nicht. Oder mit einem Hyuga? Oder gibt's nur noch Hinata, die nicht mehr im Dienst ist und ihre Schwester, die sich dann um zwei Leute im Clan kümmert, sich und ihrem Vater? Oder wie darf ich das verstehen? Also es ist schon irgendwo ziemlich lächerlich. Jedenfalls sagt dann eben Shikamaru, ja, Ada darf gehen, aber Boruto soll sie halt nicht aus den Augen lassen. Und ich verstehe nicht, der Junge kann Kagebunshin. Warum folgt dann nicht der Richtige zum Beispiel Ada und zwei oder drei Kagebunshin suchen Kawaki, weil der ja auch irgendeine Scheiße anstellen könnte? Noch dämlicher wird dann diese kleine Zwischenszene. Da sieht man dann halt endlich mal wieder Code und wie er dann da eben seine komischen Jubis hat. Und dann nennt er die, also er nennt sie auch Jubi, aber ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich richtig übersetzt ist, aber im Manga steht halt Krallendrecks-Jubis. Das ist ein irgendwie ziemlich dämlicher Name, aber gut. Und gleich darauf wechselt dann das Ereignis wieder zu Ada, die genau das dann eben auch Shikamaru sagt. Weil Ada gerade Klamotten shoppt, langweilen sich Boruto und Daimon und er meint, dass alle im Dorf, die er bis jetzt gesehen hat, schwach sind. Auf einmal spürt er irgendwas Starkes, rennt nach draußen und da ist Himawari. Ja, in diesem Falle, ich weiß natürlich schon, was das mit Himawari auf sich hat, aber ja, in dem Moment wüsste man das natürlich nicht und man würde sich nur fragen, hä? Wieso ist Himawari stärker als Boruto laut Daimon? Aber ich fand's eher lächerlich, dass es heißt, dass sie kein Ninja ist und keine Kampftechniken kann. Gut, wegen Ninja könnte man sagen, vielleicht hätte sie die Ninja-Akademie ja noch nicht beendet, weil sie ist ja 2 Jahre jünger und Boruto ist ja 12, also wäre sie 10, ne? Aber trotz alledem, wie? Warum kann sie keine Kampftechniken? Warum hat man ihr nicht irgendwas beigebracht zur Selbstverteidigung oder sonst was? Warum ist das wieder dieses typische, ja, Naruto hat halt einen Sohn, der ist super intelligent, talentiert und der ist auch super stark und dann hat er eine Tochter und die ist einfach gar nichts. Also ich weiß, dass sie dann im Zeitsprung wohl etwas mehr macht und darauf freue ich mich dann auch, aber ich hoffe, das bleibt auch wirklich nicht nur bei einem Moment à la Sakura. Wir wissen das ja, ne? Sakura hat ja im ersten Akt damals auch nicht viel gemacht und dann hatte sie diesen super geilen Moment gegen Sasori mit Shio, ne? Und danach haben wir auch nicht wieder viel von ihr gesehen. Also hoffe ich, dass Himawari auch endlich ein bisschen mehr bekommt, weil hallo, sie ist trotzdem immer noch die Tochter von Naruto und Hinata und da sollte sie doch irgendwie auch was können und da sollte nicht alles nur auf Boruto übergehen. Naruto und Hinata bereiten alles fürs Abendessen vor und dann taucht Kawaki da auf und obwohl das Haus überwacht wird, falls was passiert oder Kawaki dahin kommt, sagt Kawaki selber, dass die total nutzlos und sinnlos sind, weil sie ja nur auf Chakra achten. Und jetzt sage ich wieder Inosuka, Hyuga oder theoretisch Aburame, die ja ihre Insekten überall herumfliegen lassen könnten und die das dann ja sehen könnten, wenn Kawaki da rumrennt. Nein, natürlich vergisst man das, weil das war ja Team 8 und Team 8 war irgendwann uninteressant und scheiße und deswegen gibt's die quasi einfach nicht mehr. Scheiß drauf, es gibt nur noch irgendwelche Bimbo-Ninja, gab's ja vorher in Naruto auch schon, aber jetzt sind sie erst recht, ja noch schlechter halt. So, ja, und Kawaki, der redet dann eben mit Naruto und der sagt, dass er ihn verändert hat und so alles und ja, okay, das mag schon stimmen, allerdings muss ich sagen, also ganz so, naja, also schon, Naruto hat schon sich für ihn eingesetzt. Er hat ihn auch als Menschen gesehen, er hat ihm auch Liebe gegeben, aber ja, es hätte ein bisschen mehr sein können, sag ich mal. Aber es ist okay und deswegen, ja, Kawaki will halt ehrlich sein. Er weiß halt, dass man die ganzen Uzutsuki halt töten muss, weil sonst wird die Welt halt eben nicht, ja, friedlich sein und die Uzutsuki sind halt alle Scheiße und Dreck. Und er weiß, dass dann eben auch Boruto getötet werden muss und dass das eben weder Hinata noch Naruto können. Und ja, nun, Hinata, logische Reaktion, will das natürlich nicht hören, findet das auch nicht gut und knallt Kawaki eine. Finde ich super. Ja, aber das bringt auch nicht viel, denn Kawaki schickt die beiden dann in eine Dimension. Und ich muss sagen, obwohl ich das ja im Prinzip verstehe, dass er das macht, damit sie ihm nicht im Weg sind, damit er sich um Boruto kümmern kann, aber wieso kann er das auf einmal? Wieso hat er auf einmal so eine Fähigkeit, kann die einfach so beherrschen, kann die in eine Dimension schicken und wieso kommen die dann natürlich nicht raus und es gibt kein Zeitlimit und warum ist er wieder übermächtig? Das ist sowieso immer so eine Sache, die später in Naruto auch schon scheiße war mit diesen,
Oh, ich kenne Kunst und dann weiß ich sofort, wie sie funktioniert. Ich muss mein Chakra nicht anpassen, ich muss nicht überlegen. Ich kann sie einfach zu 100%. Und das ist echt scheiße. Also wir erinnern uns noch an Rasengan damals zum Beispiel oder auch Kage Bunshin. Am Anfang konnte Naruto ja nicht so viele Kage Bunshin und er konnte auch die Kunst nicht so lange halten. Rasengan konnte er ja auch nicht sofort und musste das erst lernen. Und sowas ist eigentlich cool und nicht dieses von 0 auf 100, ne? Naja, und sind wir auch mal ehrlich, das Chapter endet ja damit, dass die beiden dann in dieser anderen Dimension sind. Es ist natürlich auch dafür gemacht, weil Naruto ja jetzt Kurama nicht mehr hat und um die einfach wegzuschicken. Nicht, dass Hinata irgendwas Wichtiges im Boruto-Manga oder Anime bis jetzt getan hat oder überhaupt eine Gefahr darstellen würde. Theoretisch ja, theoretisch, sie ist zwar jetzt nicht mehr im Dienst, könnte aber natürlich noch ein bisschen was, aber ja, sie ist halt einfach weg, weil wir brauchen ja keine Emotionen im Boruto-Manga, ist klar, außer es geht irgendwie um Brüder oder Söhne, dann ist das was anderes, aber Mütter, das ist nicht gefragt. Und natürlich muss man sagen, Naruto soll jetzt auch einfach weg, weil so laut Motto, ja, er ist halt die alte Generation und er ist ja eh nicht mehr so stark und deswegen geh mal weg und mach mal Platz für deinen Sohn. So ungefähr sehe ich das. Also grundsätzlich, auch wenn das jetzt natürlich irgendwie ein Cliffhanger ist und man sich so fragt, oh mein Gott, das geht ja jetzt irgendwie so wirklich auf dieses Finale zu, weil wir wissen ja sowieso, dass Kawaki und Boruto gegeneinander kämpfen werden und so, das ist klar. Und man fragt sich natürlich, was genau ist mit Naruto und Hinata, das weiß ich halt nicht. Also ich denke, die sind einfach nur in dieser Dimension à la Kamui oder so, von Obito, ein bisschen anders, aber ähnlich. Aber wie werden sie da rauskommen? Werden sie da rauskommen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich vermute ja, also ich hoffe es, ne? Wäre halt blöd, wenn die sterben würden. Aber grundsätzlich war das Chapter sonst wirklich scheiße. Dass Kawaki da einfach rumrennen kann, wie gesagt, sie nur auf Chakra achten. Und es ist nicht wirklich viel passiert, außer diese kleine Sache noch mit Himawari, wo man sich, wenn man es nicht wüsste, fragen würde, hä, warum ist die so stark? Naja, jetzt seid ihr dran. Was habt ihr wegen Himawari gedacht oder denkt ihr wegen Himawari, wenn ihr es noch nicht wisst? Was denkt ihr wegen Naruto und Hinata und wie fandet ihr das Chapter und das Ganze drumherum mit Kawaki? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.